Herzlich willkommen auf meinem Kanal Sammlerfreak, Münzen sammeln, aber richtig. In diesem Kanal möchte ich dir Informationen geben zum Münzensammeln, Basiswissen vermitteln, aber eben auch aktuelle Münzen darstellen. Informationen sind wichtig, gerade für ernsthafte Sammler. Deswegen möchte ich dir mit diesem Film zeigen, mit welchen Informationsquellen ich meine Sammlung aufgebaut habe und weiter vervollständige. Von diesen Informationsquellen sind Münzzeitschriften am einfachsten zu erhalten. Jeder gut sortierte Bahnhofsshop hat eine entsprechende Auswahl solcher Zeitschriften. Um dir die Auswahl zu erleichtern, stelle ich dir im Folgenden einige der am häufigst vorkommenden Zeitschriften vor. Die wahrscheinlich günstigste Zeitschrift ist das Deutsche Münzenmagazin. Es erscheint mit jährlich 6 Ausgaben im EMS Verlag. Auch wenn ein Schwerpunkt des Heftes auf den Ausgaben der Bundesrepublik Deutschland und dem Euro liegt, beschreibt dieses Heft doch internationale Münzneuerscheinungen und Planungen. Daneben werden in Einzelartikeln auch historische Münzen und deren Zeit beschrieben. Ein durchgehender Bestandteil des Heftes ist eine Kundeninformation der MDM Münzhandelsgesellschaft. Das lässt zumindest auf eine gewisse Nähe zu einem Münzhändler schließen. Das ist für die Zeitschrift sicherlich nicht kritisch, aber Artikel sollten immer auf diese Nähe hin geprüft werden in ihren Aussagen. Das Moneytrend Magazin aus dem Moneytrend Verlag Wien ist sicherlich eines der teuersten Münzmagazine, die erhältlich sind. Dafür bietet es auch einen sehr großen Informationsumfang und Vielfalt. Moneytrend erscheint mit 11 Ausgaben im Jahr und beschreibt aktuelle Ereignisse der Münzwelt, gibt vertiefende münzgeschichtliche Artikel, hat allerdings auch umfangreiche Werbung zu Auktionen und Münzbörsen. Nicht ganz 50% der in der Regel bis zu 200 Seiten dieses Magazins sind ein umfassender Block von Münzbewertungen. Dabei wechseln von Heft zu Heft die Regionen, deren Münzen besprochen und bewertet werden. Es ist sicherlich nicht falsch zu behaupten, dass es sich bei diesem Moneytrend Magazin um eines der inhaltsreichsten Magazine für Münzen handelt. In vergleichbare Richtung tendiert auch das Magazin Münzen und Sammeln aus dem zum Battenberg Verlag gehörenden Gietl Verlag. Thematisch befasst es sich mit Münzen, Papiergeld und Medaillen, wobei bei den Münzen eindeutig ein Schwerpunkt auf den europäischen Euro-Münzen und den deutschen Münzen liegt. Auch dieses Magazin enthält einen umfangreichen Part mit Münzbewertungen. Zudem werden Auktionen beschrieben und Werbung für Münzhändler gemacht. Münzen und Sammeln erscheint mit 11 Ausgaben jährlich, ebenso wie die Münzenrevue, die ebenfalls aus dem Gietl Verlag stammt. Auch in diesem Heft werden redaktionelle Beiträge erstellt, die sich sowohl mit Euromünzen, Münzen der deutschsprachigen Eurozone und internationalen Prägungen befassen, aber auch historische Informationen liefern. Wie bei den anderen Magazinen beschrieben, enthält auch dieses Blatt teilweise ganzseitige Werbung und ausführliche Besprechungen von Auktionen. Münzbewertungen nehmen ebenfalls einen großen Teil des Magazinumfanges ein, wobei man sich überlegen muss, ob es wirklich sinnvoll ist, jeden Monat neue Münzbewertungen für die vorhandenen Münzen zu haben. Es ist sicherlich interessant, von Zeit zu Zeit mal wieder eine Neubewertung seiner Sammlung zu machen oder wenn ein Neukauf ansteht, sich zu orientieren, wie die Preise sind, aber eine ständige Revision der Preise und Wertigkeiten ist wenig sinnvoll. Die hier vorgestellten Zeitschriften stellen eine Auswahl dar und sicherlich nicht den kompletten Zeitschriftenmarkt zu Münzen. Die Darstellung soll lediglich eine grobe Orientierung geben. Fast alle Zeitschriften sind auch als Leseproben im Internet einsehbar. Spezieller wird es dann schon bei der Münzliteratur in Buchform. Wegen der riesigen Breite des Themas Numismatik befassen sie sich in der Regel nicht mit dem Gesamtgebiet, sondern mit Teilgebieten.
Was mich relativ früh interessierte, waren die rechtlichen Grundlagen der Münzprägung. Daher habe ich mir zum Beispiel die deutschen Münzgesetze in einer Zusammenfassung angeschafft. Heutzutage sind diese Informationen allerdings sicherlich auch über das Internet zu beziehen. Ein Must-have für den Münzensammler, insbesondere wenn er deutsche Münzen als Schwerpunkt seiner Sammlung sieht, ist der Jäger. 1942 erschien die erste Auflage dieses Buches von Kurt Jäger. Von Anfang an gilt dieses Buch als Standard der Beschreibung deutscher Münzen seit 1871 bis heute. Fast überall dort, wo eine deutsche Münze beschrieben oder angeboten wird, wird sie mit dem Zitierkürzel J und der Nummerierung aus diesem Buch dargestellt. In Bild und Text weist der Jäger jede deutsche Münze seit 1871 auch Varianten da auf mit den Prägezahlen der Bewertung zum Zeitpunkt der Auflagenerstellung und der Darstellung der Prägestätten, in denen diese Münze hergestellt wurde. Für die Zeit vor der Reichsgründung 1871 hat Kurt Jäger für jedes deutsche Münzgebiet ein Heft herausgegeben, das allerdings heute nur noch antiquarisch zu erhalten ist. Auch hier hat er in bildlicher Darstellung, textlicher Beschreibung und Darstellung der Prägestätten und Jahresangaben der Jahre, in denen die Münze geprägt wurde, seine Systematik fortgeführt. Eine ähnliche Beschreibungssystematik benutzen Arnold Klüthmann und Steinhilber, abgekürzt AKS, welches bei Münzbeschreibungen als Zitierkürzel auch sehr häufig vorkommt. Die Systematik der Darstellung ähnelt der von Jäger, ist aber im Text sicherlich nicht so umfassend wie bei Jäger. Will man mit seiner Sammlung auch noch weiter zurückgehen, dann muss man auf andere Kataloge zurückgreifen. Die Darstellung von Gerhard Schön umfasst den Zeitraum von 1700 bis 1806, also dem Ende des Heiligen Reiches deutscher Nation. Auch in der Systematik ähnelt er sowohl AKS als auch Jäger. Umfangreiche Münzbeschreibungen mit Prägestätten werden hier geliefert. Noch weiter zurück kommt man mit dem von Schrötter, dem Standardwerk für Numismatiker, aber sicherlich weniger für den Münzsammler. In einer sehr komplexen Art wird praktisch jede im Bereich des Königreiches Preußen hergestellte Münze von jedem Jahrgang einzeln beschrieben mit jeder Variation. Zugegeben, auch ich finde den von Schrötter für etwas sehr komplex, auch für den engagierten Sammler, der nicht Wissenschaftler ist. Ich greife da lieber auf Manfred Olding zurück, der insbesondere sich einen Namen gemacht hat durch die Beschreibung der Münzen Friedrichs des Großen, sodass er für dieses Sammelgebiet inzwischen auch in der Regel als Zitierquelle gilt. Er sortiert in seiner Beschreibung die Münzen nach Ausgabejahr und nach Ausgabestätte und nummeriert für jede Prägestätte einzeln durch. Auch Olding beschreibt die Münzen durch Bilddarstellungen und schriftlichen Text. Inzwischen hat Olding sich auch mit der Zeit von 1786 nach dem Tod Friedrich II. Bis zur Reichsgründung befasst und dabei dieselbe Systematik angewandt wie in seinem anderen Buch. Insgesamt fehlt also jetzt noch die Zeit von 1701, der Gründung des Königreiches Preußen, bis zur Machtübernahme durch Friedrich den Großen. Ich bin mir sicher, dass wir diesen Band in absehbarer Zeit auch in den Händen halten werden können. Auch diese Beschreibung der Münzliteratur in Buchform war nur eine überschlägige. Es gibt noch etliche weitere Bücher, die sich mit der Numismatik und einzelnen Themengebieten befassen. Hier ist es zu raten, sich diese Bücher selber mal in einer Bücherei in die Hand zu nehmen und zu schauen, was einem am besten liegt. Zeitgemäßer ist allerdings sicherlich das Internet, wo man auch sämtliche Informationen finden kann. Hier zum Beispiel bei der Verkaufsstelle von Sammlermünzen, die jede in der Bundesrepublik Deutschland ausgegebene Münze dokumentiert
und über die man auch die Münzen bestellen kann. Die Verkaufsstelle für Sammlermünzen gibt auch ein eigenes Blatt heraus, das viermal jährlich erscheint unter dem Namen Prägefrisch. Analog zu Wikipedia kann man auf Numipedia etliche Fragen klären, indem man sie lexikarisch aufbereitet ansehen kann. Diese Seite ist immer einen Besuch wert. Die Seite Sammler.com bietet auch für Numismatiker einen reichhaltigen Fundus an Beschreibungen, Bewertungen und Ähnlichem. Hier lohnt es sich, bei irgendwelchen Fragestellungen auch mal wieder vorbeizuschauen. Moneytrend gibt es auch im Internet, und zwar auch dort mit der Numismatischen Datenbank Wien, die eine sehr umfassende Münzdatenbank darstellt, allerdings einen Zugang benötigt. Weitgehend ohne Zugangslizenz sind Informationen abgreifbar auf der Seite Münzen.eu, die sehr umfangreich verschiedene Fragestellungen bearbeitet und abarbeitet. So, das war's dann für heute wieder. Dieser Clip ist etwas umfangreicher geworden. Ich hoffe, er hat dir aber wertvolle Informationen bereitgestellt. Falls es dir gefallen hat, besuch mich mal wieder auf meiner Seite Sammlerfreak. Münzen sammeln, aber richtig. Ich freue mich schon auf deinen Besuch. Bis bald.